Am 15. März war der Weltverbrauchertag und aus diesem Grund fand am Vortag auch eine öffentliche Veranstaltung statt. Das Thema Geld und welche Rolle der Verbraucherschutz im Zusammenhang damit insbesondere für Seniorinnen und Senioren hat. Sozialministerin Petra Köpping begrüßte hierzu etwa 100 Zuhörer und Fragesteller im Kommunikations- und Kreativzentrum in Markranstädt. Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Nadine Stitterich ging es in eine umfangreiche Gesprächsrunde, an der neben Sozialministerin Petra Köpping auch der Vorsitzende der Sächsischen Verbraucherzentrale Andreas Eichhorst, die Präsidentin des Sächsischen LKA Sonja Penzel und der stellvertretende Vorsitzende des Markranstädter Seniorenrats Peter Donix teilnahmen. Moderiert wurde die Runde von Peter Escher. Im Gespräch wurde das Thema Geld und die gesellschaftlichen Veränderungen in diesem Zusammenhang besprochen. Einen großen Teil der Diskussion nahm die zunehmende Digitalisierung und Geschäfte über das Internet ein und wie sich Seniorinnen und Senioren auf die dadurch auftretenden Veränderungen beim Bezahlen, aber auch beim sonstigen Abschließen von Geschäften einstellen können. Petra Köpping und Peter Donix sprachen sich dabei für eine Beibehaltung von Bargeld neben rein digitalen Bezahlmethoden aus. Es solle für jeden eine Wahl der bevorzugten Zahlungsmethode geben. Ein großer Fokus lag außerdem auf Betrugsmaschen, bei denen versucht wird, älteren Menschen die Ersparnisse abzunehmen. Es wurde vor gut organisierten und psychologisch geschickten Verbrecherbanden gewarnt, die per Telefon zur Übergabe von Bargeld überreden. Der Begriff Enkeltrick ist inzwischen recht bekannt. Hinzu kommen in letzter Zeit noch Schockanrufe, die versuchen, am Telefon emotionalen Stress beim Betrugsopfer auszulösen und es so zu unüberlegten Geldtransaktionen zu bringen. Aber auch Betrugsmaschen im Internet, wie unseriöse Geldanlagen und Spekulationen oder E-Mail-Betrug, waren Thema. Ja, ganz, ganz wichtig. Es gibt ganz, ganz viele Menschen da draußen, die es aufs Geld von alten Leuten abgesehen haben. Und die Maschen werden immer vielfältiger. Ich sag's mal gerne, früher gab es das klassische Haustürgeschäft, da wurde man an der Haustür halt eben belästigt. Heute hat man so ein großes World Wide Web. Und da kommen immer mehr Probleme hinzu. Wir haben heute auch diskutiert, ein Problem ist halt eben der Enkeltrick. Man sollte nicht glauben, dass der funktioniert, aber er funktioniert, weil die Leute werden von Profis so in Panik versetzt, dass sie helfen wollen. Also es wird im Prinzip das Beste, was ein Mensch hat, Vertrauen ausgenutzt. Das geht über Geldanlagen. Windige Anlagen sagen, Berater sagen ihnen, sie kriegen 10% Zinsen, da sollte man schon skeptisch werden. Bei der Verzinsung sollte man Aufgaben, geht auch hin zu sogenannten Wertpapieranlagen oder auch bei Immobilienbesitzern. Denn wenn man jetzt ihre Immobilie abluchsen mit dem vermeintlichen Hinweis, gönnen sich doch noch ein Luxusleben im Alter. Also es gibt ganz vielfältige Tricks und wir von der Verbraucherzentrale versuchen da ein bisschen mit zu beraten und zu helfen. Die Zuhörer wurden so auf mögliche Gefahren aufmerksam gemacht und auch an konkrete Stellen verwiesen, wo sie Hilfe bekommen können. Also ich glaube, das war heute auch in der Runde sehr wichtig, dass wir tatsächlich viele Beratungsangebote anbieten mit unseren Verbraucherschutzzentralen. Und wer heute in Markranstädt vor die Tür geschaut hat, der sieht unsere mobilen Fahrzeuge. Wir können also auch auf die Dörfer fahren, weil das ist das Wichtigste für Seniorinnen und Senioren, sich Rat zu holen. Ich werbe da auch für die Rathäuser selber, dass man also wirklich mal in das Rathaus hineingeht, zur Bürgerverwaltung, in die Bürger, das Bürgertelefon nutzt, um sich zu erkundigen. Bevor man Entscheidungen trifft, immer Rat einholen. Das ist das, was wir machen können und deswegen haben wir so ein breit aufgestelltes Angebot. Aber auch solche Einrichtungen wie die Mehrgenerationenhäuser oder Ähnliches. Und deswegen meine Bitte an die Senioren und Senioren, immer fragen, besprechen, Rat holen. Nicht alleine entscheiden, wenn man unsicher ist. Andreas Eichhorst war es wichtig, dass Senioren trotz der lauernden Gefahren am Leben auch online und mit Telefon teilnehmen. Und nicht nur misstrauisch gegen jeden sind und verwies auf gegenseitige Hilfe und das Bauchgefühl. Ja, das ist nicht so einfach. Ich glaube, ich habe heute so eine Gruppe gehabt von Senioren, die ja doch schon sehr lange auf der Welt ist. Wenn man ein gesundes Misstrauen hat, sollte man schon vorsichtig werden. Und wenn man keins hat, sollte man, bevor man etwas macht, noch den anderen fragen, sag mal, wie siehst du denn das? Kommunikation ist alles. Und wenn es dann konkret wird, bisschen Eigenwerbung darf ich machen, dann vielleicht auch zur Verbraucherzentrale Sachsen gehen und dann sagen, ist das richtig da, soll ich da mein Geld hingeben oder ist das die richtige Stelle, wo das alles gemacht wird. Also es gibt viel Hilfe auch da draußen. Er verwies bei Fragen und Unsicherheiten auch auf die Verbraucherzentralen, bei denen jeder einen persönlichen Beratungstermin vereinbaren kann, online und auch per Telefon. Durch die Förderung des Sozialministeriums gibt es bei den Verbraucherzentralen Sachsen inzwischen außerdem mehrere mobile Beratungsbusse, die vor Ort in die Gemeinden fahren und Beratungen anbieten.
Wir fahren zum Beispiel auch auf Marktplätze. Man kann sich vorher auch einen Termin buchen, aber auch spontan vorbeikommen. Wir stehen auf Marktplätzen. Im Winter sind wir auch manchmal im Bürgeramt mit dann vor Ort. Und wirklich ganz kleine Orte werden angefahren. Die Termine dazu sind auf der Internetseite der Verbraucherzentrale zu finden. Eine Frage, die viele der anwesenden Zuhörer bewegt, war das Thema Armut im Alter, was mehrere Nachfragen zum Thema deutlich machten und auf die Staatsministerin Petra Köpping mit Verständnis reagierte. Sie wissen ja sicher, dass die Renten nicht im Land entschieden werden, sondern im Bund. Da bin ich auf der einen Seite schon froh, dass in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Maßnahmen gemacht worden sind. Das eine ist die Einführung der sogenannten Grundrente, die ja tatsächlich 1,1 Millionen Menschen in Ostdeutschland betroffen hat, die, weil sie viele Arbeitsjahre hinter sich haben, wirklich dort zu einer besseren Rentenvergütung gekommen sind. Das zweite ist ganz klar, ist die Rentenanpassung, die jetzt gerade beschlossen worden ist. Das heißt, dass die Renten immer entsprechend der Lohnanhebung auch angehoben werden. Es wird auch in diesem Jahr so sein, und da werden die ostdeutschen Rentner meistens mehr profitieren als die westdeutschen Rentner. Und das ist eine Sache, wo ich sage, das ist gut, dass es nicht im Jahr 2027 ausläuft, sondern dass man das sogar lang- und mittelfristig verlängert hat. Aber es bleibt zu konstatieren, dass es viele Menschen gibt, die bei einer Durchschnittsrente von 1.200 Euro einfach wirklich am letzten knabbern. Und für einen Senior, der ein Leben lang gearbeitet hat, ist es einfach peinlich, aufs Sozialamt zu gehen und zu sagen, ich möchte Wohngeldzuschüsse oder Ähnliches haben. Und deswegen muss es unser Anliegen als Gesellschaft bleiben, dass die Renten auskömmlich sind, dass Menschen, die ein Leben lang gearbeitet haben, davon gut und auskömmlich leben können müssen. Nach der Gesprächsrunde gab es vor Ort noch die Gelegenheit, sich über Hilfen und Angebote verschiedener Initiativen zu informieren. Sei es durch Angebote der Polizei, der Verbraucherzentrale oder viele anderer, die hier Informationsmaterial und ein persönliches Gespräch anboten.